One Piece hat eine Welt geschaffen voller Charakter, die unglaublich sind. Wir haben so viele Theorien. Mann, jeder Warpol ist ein krasser Charakter. Weißt du, selbst so eine Opfer-Charakter sind so krasse Charakter. Wir haben so krasse Arcs. So, wir haben Kampf gegen die Regierung, wir haben einen Krieg, wir haben einen Dressrosa-Spanien-Arc, wir haben einen Samurai-Arc, wir haben einen Arc auf dem Elefanten, was auch immer. Aber für mich am Ende des Tages glaube ich, was die Story so big gemacht hat, wieso wir sie immer noch geil finden und wieso so viele Leute so eine besondere Verbindung mit One Piece haben, ist einfach, weil der Main-Character Monkey Ruffy hat eine starke Inspiration von Son Goku, aber differenziert sich trotzdem. Und was bei Ruffy einfach so geil ist, in seinem Kopf macht der Gedanke keinen Sinn, dass man nicht das tut, was man möchte. Wir kennen das alle. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bevor du deine ersten Sachen released hast. Vielleicht hast du gesagt, oh, ist voll cringe, ist voll peinlich. So, was werden die Leute denken? Bei mir auch. Was werden die Leute denken? So, ich mache YouTube-Videos voll peinlich, so 200 Views, so, wer macht das? Aber in Ruffys Kopf würde das gar keinen Sinn machen, das nicht zu tun. Hä? Mach doch einfach. Hä? Wie? Warum willst du nicht zur Marine? Geh doch zur Marine. Hä? Wär doch Pirat. Wär doch der beste Schwertkämpfer. Hä? Warum nicht? Diese Mentalität. Ja, und ich finde, genau das ist ja zum einen, in der Serie selbst merken die Charaktere ja, ich fühle mich irgendwie angezogen zu dem, aber die verstehen das nicht, warum. So, und die Zuschauer denken vielleicht, das ist irgendwas Mystisches, was dann revealed wird oder so, aber es ist ja einfach sein Selbst. Und wir Zuschauer sind ja genauso. Genau. So, er sagt das tausendste Mal, ich will König der Piraten werden und du bist einfach, damn, das ist krass, weil es doch mal so diesen Traum verstärkt. Ja. Und auch der gemeinsame Glaube an einen Traum, das spielt, glaube ich, auch eine ganz große Rolle. Weil ja, er zieht natürlich alle Leute um sich rum, aber er hat ja auch sein Team von den 10 Leuten, die er um sich vom ersten Kapitel an um sich scharen möchte. Und die haben auch alle ihren eigenen Traum. Und ich habe das Gefühl, er glaubt an Zorros Traum, genauso wie Zorro an seinen Traum glaubt. Auf jeden Fall. Und dadurch wird Zorros Traum viel wahrscheinlicher wahr, weil ein weiterer Mensch mit einer starken Glaubenskraft daran glaubt. Und das ist auch so eine Sache, die ich an One Piece so krass liebe, dass der Zusammenhalt, obwohl sie so unterschiedliche Characters sind und Sanji und Zorro sich auch irgendwie auf eine Art und Weise hassen, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass die glauben, dass der Traum des anderen in Erfüllung geht, egal ob sie sich persönlich mögen. Und ich kann an deinen Traum glauben, auch wenn ich menschlich vielleicht mit dir nicht auf einen Nenner komme, kann ich trotzdem sehen, so wie der Schwert kämpft, wird der wahrscheinlich wirklich der beste Schwertkämpfer der Welt. Und dann glaube ich auch mit daran. Und das hat mich auch so krass inspiriert, immer eine Crew haben zu wollen. Immer Leute um mich rum, die gemeinsam an einem Traum arbeiten und die mit mir auf meinem Piratenschiff durch diese Welt segeln, weil, wenn wir halt mal ehrlich sind, dann hat keiner von uns irgendwie Ahnung, wie er in dieser Welt funktioniert, was wir hier überhaupt machen und warum wir jetzt Geld verdienen und Miete zahlen müssen und zur Uni und zur Schule oder was auch immer. Das macht ja alles so auf den ersten Blick keinen Sinn. Dafür muss man ja echt dann irgendwann lange in dieser Welt leben, um so das nachvollziehen zu können, seinen Platz in der Welt zu finden, Ruhe in sich finden zu können. Und all diese Charaktere haben mich so krass auf diesem Weg begleitet und begleiten mich immer noch dabei, dass ich das Gefühl habe, ich bin auch jetzt noch mit Anfang 30, wenn ich eine neue Folge One Piece gucke, total inspiriert und total begeistert, das auf irgendeine Art und Weise auf mein Leben umzumünzen. Aber auch, also One Piece, die Leute, die immer so sind, oh, laber mich alle nicht voll und drum und dran. Einer von denen war noch vor einem Jahr ungefähr Lugardi. ja, ich kann mich sogar noch erinnern. Der jetzt bei Punk Hazard angekommen ist. Oh, krass. Also innerhalb von einem Jahr ungefähr ist er einfach durch Anime gucken jetzt schon so weit. Der ist bald komplett on point, also komplett up to date und darauf freue ich mich schon. Ich finde die letzten Jahre, das ist doch voll die Entwicklung genommen. Ich kann mich noch erinnern, vor 2 Jahren hat mein Cousin damit angefangen, der ist 3 Jahre jünger als ich, glaube ich, ne? Mhm. Auch ein paar Monate durchgegrindet. Sein älterer Bruder, das ist so wie mein Bruder gewesen in der Kindheit. Geil. Er die ganze Zeit so, ich weiß, ich habe ihn so in Anime reingebracht, ne? Und dann kommt er irgendwann so random zu mir und sagt so, ey, kennst du Bleach? Ich so, krass, er hat ein Anime geschaut, den ich noch nicht geschaut habe. Oh, so, ne? Was? Und er preacht so richtig so. Ich so, okay, ich nehme an, aber bitte guck One Piece. Ja. Nein, 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 zu viel, zu viel, zu viel. Jetzt hat er auch One Piece in so einer kurzen Zeit aufgeholt. Und selbst mein Bruder, 11 Jahre älter, aktuell bei One Piece. Aber man muss auch jetzt. Also man jetzt muss, oder nie. Ja, safe. Jetzt oder nie, Mann. Wenn das jetzt gerade Egghead Island abgeht, Bro. Das ist, also, man muss jetzt anfangen. Wenn man das nicht live miterleben will und mit seinen Freunden und der aktuellen Welt teilen, klar, ich kann jetzt auch mit Gadi über Marineford reden oder was weiß ich, was da für uns vor 15 Jahren passiert ist. Aber ich liebe dieses aktuell sein, aktuelles Kapitel lesen und mein Homie anzurufen, der auch Kapitel liest und bin auf, Bruder, hast du gesehen? Der Narrator hat gesagt, hast du gesehen, was er über Lore gesagt hat? Oh, in diesem Moment, wo ich das gelesen habe, auch, es war,
man bondet halt krass. Man bondet halt echt richtig, richtig heftig. Und One Piece schafft es einfach immer. Das finde ich ja, das ist so underappreciated. Ich hoffe, wenn One Piece irgendwann fertig ist, dass man diese Qualität immer wertschätzt. Ich verstehe nicht, wie man nach 1100 Kapiteln immer noch einen draufsetzt und es ist organisch krass. Es wirkt so oft nicht konstruiert, sondern genau das wollte ich genauso vor 10 Jahren schon machen. So. Das ist, oder? Ist einfach wahrscheinlich wirklich, also entweder ein Alien oder ein Genie. Er ist ein Alien. So. Er ist ein Alien. Ich habe letztens gesehen, da wurde gepostet, wie er so eine Color-Seite gezeichnet hat für den Manga-Release. Ne? Und er wollte so eine Color-Page machen, wo die One Piece-Charaktere als Schachfiguren dargestellt werden. So, aber natürlich nicht, also die sehen trotzdem so aus, wie die normalerweise aussehen. Ja. Oder zeichnet so, er fängt an, man sieht so diesen Progress davon. Er zeichnet, er fängt an, dann hört er auf, fühlt er irgendwie nicht. Radiert er alles weg, dann zeichnet er erstmal ein komplettes Schachbrett, so ganz normal, um das zu verstehen, so wie die Figuren aussehen, macht das weg. Und zeichnet dann wieder. Also sein Gehirn funktioniert ganz anders, wow, so, weißt ja, du? Ja, na klar. Die haben wieder, also Bro, der hat ja auch schon tausende Kapitel von One Piece allein gezeichnet. Was der wohl alles schon gezeichnet und wieder wegradiert hat. Weißt du, wenn man bedenkt, wie krass die Ideen sind, die alle rauskommen, da muss ja auch wahrscheinlich ein Verschleiß an Sachen, die abfallen sein, safe, weil gefühlt nur die krassesten Ideen genommen werden. Klar, man kann sich drüber streiten, ob jetzt Fishman Island oder ob Dressrosa so lang sein musste oder was auch immer, aber letztendlich war eigentlich alles genial. Eigentlich war jedes One Piece Kapitel, was es jemals gab, genial. Safe. Und jeder Charakter, den er erschaffen hat und die ganzen Bezüge zur Realität, wie du alles, was du da drin siehst, irgendwo auch in unserer Welt findest. Plus ich das Gefühl habe, der Typ weiß mehr als wir alle und da halt so Wahrheiten in One Piece reinpackt. Auch dieser Gedanke über die verlorene Geschichte, die... Gibt es was in unserer Welt auch? Haben wir nicht auch irgendwie dann, wenn man so guckt, die ganze Arche Noah und diese ganzen Mysterien von wegen, dass es früher mal eine Weltflut gab und die Menschheit neu gestartet wurde und sowas. Das ist ja auch, One Piece ist ja komplett inspiriert von der Realität. Ja, 100%. Oder was heißt Realität? Von dem, woran Menschen in Mystik oder Religion, jede Art, auch dieses ganze Nordische, was jetzt mit den Riesen abgehen wird und mit Shanks oder Wano Kuni, das ganze Japan, das ist alles so. Ich kann für immer darüber reden. Das ist so krass. Es ist scary, gerade wenn es so diese ganze, wie du schon gesagt hattest, in diese Verschwörungsroute reingeht, was One Piece so teilweise macht. Oder er ist mieser Verschwörungstheoretiker. Er sagt so, ja, die 5 Weißen sind die Illuminaten und sie, wer Ding hier, Whitebeard ist Jay-Z und er holt so irgendwelche Bankenleute raus und sagt, Doflamingo, er hat ganz klar die amerikanische Staatsbank dargestellt und so. Aber auch das ist doch auch so, diese Drogen verkaufen und die haben halt diese Smile-Früchte, die im Untergrund verkauft werden, Waffenhandel, der mit Politikern zusammen betrieben wird und so. Alles. Ja klar, da ist so viel drin. Also unglaublich, Bro. Ganze 5 Weisen Himmelsdrachenmenschen-Geschichte. Dann auch, ziehst du mal die Fischmenschen noch dazu. Ja, ist ja ganzes Rassismus-Thema so groß. Und das auch oft, habe ich, also ich selber auch gedacht und auch gehört von anderen, dass der Fishman Island Arc anstrengend war. Aber es ist auch ein verdammt anstrengendes Thema. Also weißt du, Rassismus ist halt einfach kein softes Thema. Safe. Und dass du trotz der... Wie heißt er? Hody Jones. Trotz dessen, dass er so ein wirklich eigentlich kaum nachvollziehbarer Charakter ist, der so von Wut und so getrieben ist, ist es halt nachvollziehbar, weil er halt sein Leben lang darunter gelitten hat und es einfach nicht mehr anders kann, als mit Wut oder Hass darauf zu reagieren. Genauso wie die Frau von dem Ding von Poseidon, die so die Friedensbringerin war. Die Friedensbringerin war, wo du so das Gegenteil von ihr siehst, die ganz anders damit umgeht, dass sie ihr Leben lang unterdrückt wurde. Und beides halt irgendwie auch nicht wirklich zum Ziel führt. Das ist, und du stellst dir so viele Fragen zu dieser Thematik, die du dir vielleicht sonst nie stellen würdest, wenn du es in deinem Leben nicht erlebt hast. Safe. Und das ist so krass, dass dieser Anime uns über Rassismus sogar auch noch low-key aufklärt. Alles steckt Fisch mit einem, da war ich auch immer so, ja, der ist nicht so, aber ich finde den echt krass. Ich will gleich dazu nochmal kommen. On the surface, also oberflächlich gesagt, ist es ja so, es gibt 2 One Piece Arcs für mich, die leiden ein bisschen darunter, dass man die aktuell verfolgt hat. Das sind einmal Fishman Island und Hawking Island. Weil bei Fishman Island war es so, du hast den Timeskip gehabt, du hast Marineford gehabt, du warst sehr gehypt, du wolltest sehen, okay, was kann der? Und dann bekommst du einen Arc, ja, man wollte auf die Fischmenscheninsel, aber es war ja schon ein bisschen ernüchternd. Nur, wenn man jetzt an den 12-jährigen Ruffy, den 12-jährigen Marvin denkt, der an so
Kämpfe denkt, an so coole Moments. Das war ein bisschen low. Ja. Und ich glaube, deswegen hat man es nicht so appreciated. Genauso wie, du bist mit Dressrosa fertig. Das war ja auch eine Höhe, die erreicht wurde, mit Gear 4 und so. Ja. Du gehst auf diese Elefanteninsel, da bekommst du Infos, Kaido hier, das, aha, dort und so, voll krass. Und du so, Wano Kuni, Wano Kuni, Wano Kuni, endlich, endlich, endlich. Und dann geht's auf eine Disney-Tee-Party, ja, mit Sanji, der seine Waifu da hat. Da denkst du dir auch erstmal so, boah, ja, keine Ahnung, gar keinen Bock. Aha. Und du verfolgst aktuell, wann ist es zu Ende? Wann, ja, ist es, weil du, voll, wann möchtest du zum nächsten? Von Wano hatte ich auch manchmal Bock, ein Kapitel zu skippen oder hab sehr überflogen. Diese ganzen Who is Who und die Numbers und bla. Ja, Who is Who ist schon bester Name für diese, also keine Ahnung, ob der nochmal irgendeine Rolle spielt oder sowas, aber so Who is Who, Mann. Wer sind die denn alle? Ja, so Retro-Perspektiv, wenn ich jetzt den Whole Cake Island Arc nochmal schaue, finde ich das sehr spannend, wie das mit Sanji. Ach so, du meinst Whole Cake gar nicht. Ah, sorry. Ja, ja, ja. Ich war gerade bei Wano, aber ja, natürlich, Whole Cake war auch ein bisschen. Ja, aber wenn du es jetzt mal mit einem anderen Auge siehst, du musst ja nicht, du wartest ja nicht ab, bis wir zum nächsten Arc kommen. Du genießt es ja einfach an und für sich. Dann ist der Character-Arc in Sanji halt schon cool. Ja, ich hab die ganze Zeit an Wano gedacht, aber natürlich Whole Cake. Ja, auch die Big Mom ist halt auch einfach nicht der allercoolste Charakter. Nein, das muss man auch nochmal sagen. Nee, dann diese sprechenden Bäume und alles. Aber dafür der Katakuri erfuhr, dass wir so ein bisschen was haben. Überkrass. Und ihre Wolke, finde ich, ist auch ein geiler Charakter. Auch wenn es ein bisschen nervig ist. Ja. Das ist so ein geiler Add-on, der, ja, ich kann mir vorstellen, dass noch eine ganz große und wichtige Rolle spielt. Ja, mit sieht man, Nami, ja, und so. Ja, natürlich. Nee, aber das halt für Sanji voll geil, für Ruffy als Captain. So ein bisschen Referenz auch auf Water 7, wie er damit umgeht, wie er damals damit umgegangen ist, wie er jetzt damit umgeht. Yes. Und um nochmal auf Fishman Island zurückzukommen, da Retro-Perspektiv, Rassismus unfassbar krass behandelt, weil es ist ja oft so, okay, man hat jetzt dieses Thema, zwei Fronten hassen sich, dann kommt der eine Charakter, der sagt, hey, hasst ihr nicht, ihr seid gleich und so, und dann, ja, du hast recht, und dann bomben die und alles ist gut. Auch schön, aber ist ja sehr einfach gemacht. Wie du schon sagst, Holly Jones, simpler Charakter, aber er ist ja genau das, diese Wut, dieser voll. Zorn. Und was ich krank fand, war mit Fischer Tiger. Das war ja dieser Typ, der die Sklaven befreit hat. Und er wusste, die Menschen sind nicht böse. Er wusste, es sind nur Missverständnisse. Und am Ende war es ja so, er hätte Blut annehmen können vom Marineschiff, von menschliches Blut. Aber er konnte es nicht übers Herz bringen, obwohl er die Thematik versteht, dieses Menschenblut anzunehmen, was ihn so einen Hass beschert hat. Aha. Und das war so ein geiler Realismus. Am Ende dann geschossen mit Jimbe her, ne? Und dass es eben nicht ein pseudo-gutes Happy End ist, sondern einfach auch ein krasses, realistisches Abbild von wie reell Rassismus in unserer Welt ist. Safe. So, und das, ja, auch wenn der Kampf am Ende da gewonnen ist und die Fishman Island verlassen, ist ja nicht Rassismus besiegt. Deswegen, weißt du, das ist ja total albern. Da, auch daran, also so zu glauben, ja, wir müssen jetzt eine Diskussion darüber führen und danach ist es beendet. Sondern es ist einfach etwas, was ins System gepflanzt ist, was seit Jahrhunderten jetzt oder Jahrzehnten, keine Ahnung, ich kenne mich mit der Geschichte auch nicht, jetzt Jahrhunderte, Jahrtausende, Ahnung, wie weit das zurückgeht, dass es eben auch dann so nachvollziehbar ist, einen so wütenden Charakter zu haben und auch damit, dass man einverstanden sein muss, wenn man diese Geschichte liest, dass sie kein Happy End hat, weil sie viel von der Realität inspiriert ist. Ja, zum Glück, bei One Piece wird es ja so trotzdem irgendwie ein Happy End geben, also ich gehe mal davon aus, dass es am Ende trotzdem irgendwie am Ende von schafft. One Piece, aber nur weil sie jetzt die Insel verlassen haben und wir einmal ein bisschen das Thema behandelt haben, wurde das Thema halt nicht beendet oder geklärt, sondern einfach auf Leute, guck mal, und wenn euch das irgendwie inspiriert hat, dann befasst euch mal damit in der echten Welt, weil das ist ein verdammt wichtiges Thema und wenn man privilegiert aufwächst, kommt man nie auf die Idee, sich damit zu befassen und überhaupt zu verstehen, was das ist oder was der Unterschied zwischen Rassismus und Diskriminierung ist, Dinge, die ich selber nicht wusste, wo ich selber teilweise in der Öffentlichkeit Sachen gesagt habe, die nicht nachzuvollziehen sind, außer aus der Perspektive von, er hat keine Ahnung. Er hat sich noch nicht gebildet. Und dass One Piece einem den Anstoß geben kann, finde ich, bro, wunderschön. Alles richtig gemacht wieder, oder? Ja, safe. Vor allem ein sehr kleiner Moment ist für mich der beste Nami-Moment in der gesamten Serie. Du hast ja schon in Folge 30 diese Sache mit Arlong gehabt. Und das war ja, als wir es damals geschaut haben, war das ja so. Er war ja der Böse und du hast ihn nicht nachvollziehen können. Oder er war einfach der Big Bad, so der besiegt werden musste. Und Nami war traurig und deswegen waren wir auf Namis Seite. Und man kann sie nachvollziehen. Und dann hast du diese Szene, dass Jinbei wollte ja, dass über ihn geurteilt wird, weil er diese Sünden von seinen Fischmenschen tragen wollte. Und er sagt ja, Ahnung ist nicht mehr hier und so, ich will die Last dafür tragen. Und Nami hat ja gesagt, ich verzeih dir, du hast nichts damit zu tun. So, und das ist so ein stronger Moment, weil sie da einfach loslässt und sieht, okay, du bist zwar ein Fischmensch, aber das hat ja nichts zur Sache. So.
auch so, also scheint im ersten Moment super oberflächlich, aber spielt in der ganzen Thematik halt auch eine krass große Rolle. Vergebung. Also ja. das ist ja so dumm und so schwer, wie es halt klingt oder ist. Vergebung ist immer die Antwort. Also selbst wenn dir das Schlimmste widerfahren ist, wenn du es dein Leben lang mit dir trägst und immer wütend oder immer sauer oder immer traurig bist, dann hast du ja auch nichts davon. Klar, es klingt so super einfach, aber wenn ich die Geschichten von manchen Leuten höre, die wirklich schwere Schicksale erlitten haben, dann haben sie immer ihrem Gegenüber irgendwann verziehen, um loslassen zu können. Ja. Und auch wenn vielleicht Nami dann in dem Moment nicht Along verziehen hat, aber so, sie konnte ihre Wut oder ihre Rachegelüste ablegen, und sagen so, ja, alles gut,